Yo Leute, herzlich willkommen zu einem ersten Video im Jahr 2024. Wir sind zurück aus den Flitterwochen und jetzt wird das Content-Jahr 2024 beginnen und wir werden hier Vollgas durchstarten mit wieder täglichen bzw. nein, wöchentlichen Videos hier auf meinem Hauptkanal. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten euer Audio aufnehmt für eure YouTube-Videos, Podcasts oder wo auch immer ihr hochwertiges Audio benötigt. Und wie das funktioniert, Audio aufzunehmen, ohne Probleme zu haben, ohne zu übersteuern, ohne Klippen und dass ihr im Nachgang noch alles bearbeiten könnt, quasi wie in einer RAW-Fotografie und zwar in 32-Bit Float Audio. Das geht unter anderem mit diesem Field Recorder. Das hier ist der Zoom F3 Field Recorder, wie eben schon gesagt, komplettes 32-Bit Float Fließkomma Wave Audio Aufnahme. Und damit, ihr seht es hier schon im Display, es sieht so aus, als würde ich komplett klippen bei der Aufnahme. Also ich nehme das Audio hier für das Video auch gerade damit auf. Schaut mal, es sieht aus, als würde ich komplett klippen, aber überhaupt kein Problem. Ich kann hier rumschreien, wie ich will. Nachher im Editing kann ich das einfach leiser ziehen und nichts übersteuert. Das geht nur mit 32-Bit Float Audio. Und was das Ding hier so alles kann, wie die Verarbeitung ist, was es preislich kostet und warum ich es euch wärmstens empfehlen kann, schon mal kleiner Spoiler vorab, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß, Abfahrt! Kennt ihr das auch? Ihr habt ein neues YouTube-Video aufgenommen, eine neue Podcast-Episode oder ein Voice-Over. Habt alles sauber runtergesprochen, alles ist recorded, alles ist im Kasten, ihr seid so richtig happy. Und dann geht ihr ins Editing und merkt, Mist, euer Audio war viel zu leise aufgenommen oder viel zu laut aufgenommen. Dann regelt ihr rum und ihr merkt, okay, ihr habt Hintergrundrauschen, ihr habt Klippen, es kratzt oder was auch immer. Und genau da ist eine Audioaufnahme im sogenannten 32-Bit-Float-Format eure Lösung. Es gibt viele Audio-Recorder, die das unterstützen, aber die wenigsten sind dabei so kompakt, so gut verarbeitet und im Verhältnis so günstig wie dieser hier. Kurz am Rande, hierbei handelt es sich um kein gesponsertes Werbevideo. Ich möchte euch das einfach als reine Empfehlung rausgeben und als kleines Review hier in diesem Video. Diesen Zoom F3 Field Recorder, der ist nicht gesponsert. Ich habe den ganz normal von meinem Geld bezahlt. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Was ist denn überhaupt dieses 32-Bit Float Audio? Einfach gesagt, ihr könnt euch das so vorstellen wie in der Fotografie mit RAW-Fotografie oder in der Videografie mit Log-Profilen zum Beispiel. Einfach gesagt, ihr habt im Editing am Ende alle Möglichkeiten, um die Regler in alle möglichen Richtungen zu pushen, ohne Qualitätsverlust. Und genauso ist es bei 32-Bit Float Audio. Ihr könnt nicht übersteuern, ihr könnt nicht klippen und ihr könnt nicht zu leise sein. Ihr könnt nämlich alles im Editing anpassen. Das ist der Riesenvorteil an 32-Bit Float Audio und ist so mit 16-Bit oder 24-Bit, was ganz, ganz viele Recorder unterstützen, nicht möglich. Der Zoom F3 ist dabei mit seinen 242 Gramm und einer Abmessung von ca. 75 x 77 mm sehr kompakt und dabei trotzdem sehr hochwertig verarbeitet. Es können zwei XLR-Mikrofone angeschlossen werden und diese werden in zwei separaten Audio-Files gleichzeitig recorded. Das ist auch ziemlich geil, ihr könnt dann nämlich im Editing auch frei anpassen, was ihr davon verwenden wollt. Jemanden lauter, leiser machen, jemanden hervorheben, weil eben separat auf zwei Tonspuren aufgenommen wird. Aufgenommen wird dabei auf eine Micro-SD-Karte, die bis zu 1 Terabyte groß sein darf. Phantomspeisung, also 48 Volt, wird natürlich auch unterstützt und ist pro Mic-Eingang individuell zuschaltbar, falls euer Mic das benötigt. Strom liefern entweder zwei AA-Batterien, ein USB-C-Kabel oder das zusätzlich verfügbare Zoom AD17-Netzteil, welches jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das müsst ihr euch, wenn ihr es braucht, separat dazu kaufen. Erfahrungsgemäß kann ich euch aber sagen, auch das hier gerade und auch unseren Podcast nehme ich immer mit den Batterien auf. Ihr habt da locker 4-5 Stunden Recording-Zeit, ohne dass es eng wird. Und im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach euren Laptop nehmen und per USB-C-Kabel direkt recorden. Das geht natürlich auch. By the way, falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, Schmidts Getting Real mit meiner Ehefrau zusammen, checkt gerne mal den Link in der Beschreibung ab. Super, super cool, wenn ihr auf sowas Bock habt. Einfach ein paar Storys aus dem Alltag und wenn ihr mehr über uns wissen wollt und was so hinter den Kulissen abgeht, dann checkt gerne mal unseren Podcast ab. Nun aber zurück zum Recorder. Die Bedienung ist dabei auch super einfach gehalten. Es gibt einen Record-Slider, mit dem ihr die Aufnahme starten oder beenden könnt, ein paar Einstellungen im Menü und die jeweiligen Plus-Minus-Tasten für die zwei Tonspuren. Hiermit stellt ihr die Lautstärke bzw. den Gain der jeweiligen Tonspur ein und seht auch im Display direkt das Feedback in Form des Audiopegels. Dazu sei aber gesagt, es ist wirklich relativ, ob ihr da jetzt zu laut oder zu leise einstellt, denn dank, dass es 32-Bit Float Audio ist, könnt ihr das im Editing machen und müsst da eigentlich
das Ganze zweitrangig beachten. Ist einfach nur schön, dass ihr den Pegel seht. Ich habe es bei mir so eingestellt, dass es ein bisschen zu laut ist, dass man den Pegelausschlag im Display von dem Recorder schön sieht. Einfach fürs Monitoring. Fürs File und fürs Editing am Ende ist es aber völlig egal. Es kann also gar nicht groß was falsch gemacht werden und ihr ärgert euch nicht am Ende, dass euer Audio zerstört ist und ihr das Recording umsonst gemacht habt, da ihr alles am Ende anpassen könnt. Kommen wir zum Ende des Videos kurz zu einem kleinen Fazit und vor allem zu dem aktuellen Kaufpreis für den Zoom F3 Field Recorder. Ganz im Ernst, Leute, ich möchte das Teil nicht mehr missen. Viele verschiedene Recorder und Techniken habe ich bereits ausprobiert und ich sage euch ganz ehrlich, für meine Verwendungszwecke hier für YouTube und für den Podcast möchte ich das Teil hier nicht mehr missen und das ist das hier wirklich das Beste von der Experience her, von der Qualität her und einfach vom Workflow her für mich. Und das Geilste ist, dadurch, dass es so kompakt ist, braucht ihr nicht viel zum Aufnehmen. Wir hatten zum Beispiel das Teil auch bei uns auf den Malediven in den Flitterwochen mit dabei, um einen Podcast aufzunehmen. Ihr braucht einfach nur diesen kleinen Recorder, Batterien und das Mikrofon und das XLR-Kabel. Das war's. Kommen wir nur zum Preis. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme, kostet der Zoom F3 Field Recorder bei Thomann oder auch anderen Plattformen um die 300 Euro. Das klingt vielleicht erstmal viel, aber Real Talk, Leute, für das, was das Ding kann und von der Preis-Leistung her, die Verarbeitung und die Größe, ist es ein absolutes Preis-Leistungs-Monster, meiner Meinung nach. Und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr Wert auf qualitativ hochwertige Audioaufnahmen legt und im Editing am Ende kein Struggle haben wollt, dass irgendwas kratzt, rauscht, klippt oder übersteuert, dann gönnt euch das Teil. Es lohnt sich maximal. Das war's aber schon mit diesem kurzen YouTube-Video. Ich wollte euch einfach mal kurz einen Überblick geben, was das Teil kann und ein paar Key Facts raushauen. Und einfach, ja, mein kurzes Fazit dazu sagen, auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Habe ich irgendwas vergessen? Habt ihr Fragen dazu? Haut's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und das ist natürlich auch super für den Algorithmus auf YouTube, gerade für kleine YouTuber. Ansonsten war's das jetzt mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen wieder bis an dieser Stelle. Und wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Dankeschön.